Hier Stöcker aufnehmen. Ich will keinen dreckigen Stein. So. Nicht schlecht, hier vorne haben wir die See. Da hinten ist ein Boot. Da flitzen wir doch mal schnell hin, Freunde. Das sieht doch interessant aus. Es ist bestimmt irgendwas Nützliches mit dabei. Ich werde jetzt nicht ins Wasser gehen, weil hinterher kann man irgendwie nicht so weit schwimmen oder das Wasser ist da zu tief. Weiß ja nie. Steht man da? Ah. Ich brauche nur den Kopf. Na, sonst kann ich ja eh nicht aufnehmen. Mal gucken, ob das hier auch noch was langläuft. Da vorne ist ein Koffer. Nee, da kriege ich nichts mehr raus. Oh, ein Koffer ist gut. Das sind ja schon ein paar mehr. Jetzt probieren wir aber erstmal dahin zu kommen. Zum Boot. Genau. Wagt noch so ein kleiner Koffer rum. Oh, das scheinen echt gute Sachen zu sein. Oder zumindest brauchbare. Tücher oder so. Nicht schlecht. Aber es scheint schon wieder Abend oder Nacht besser zu werden. Das heißt, wir sollten uns langsam auf den Weg machen zurück zu unserem Shelter. Vielleicht können wir ja diese Nacht nicht mal durchpennen. Erstmal werden die sämtlichen Koffer geöffnet. Ne, ich kann nicht immer Inventar reinpacken, schade. Die ganze Nahen halten wollte ich ihn auch nicht. Gut, was zum Mampfen mit drinnen? Gucken, was blinkt hier. Das ist aber ganz gutes Zeug. Das ist ja alles. Jo. Oh shit. Nein, bitte nicht. Es lief doch gerade so gut. Tennisball. Der da noch munter vor sich her hüpft. Ja, komm. Und die zwei noch. Los.
ja gespannt, was man noch also finden kann. In Orten. Okay, haben wir wieder nur noch 15 Müll. Müll. Gerade mal das Essen, dass er sich regeneriert. Richtig schön viel Muni gefunden. Brauchen wir uns auch nicht so ganz zu fürchten vor den Viechern. Okay, das ist auch gerade ein bisschen verbuggt, dass er die Feuerwerks und den Stab gleichzeitig in der Hand hat. Oder zumindest ineinander gesteckt hat. Okay, das sind nur Pflanzen. Das sah erst so aus, als wären das die Eingeborenen, die wieder mal herumknien und irgendwen anbeten. Ist ja gut, wir wissen's. So, dann bauen wir das hier noch zu Ende. Das kann man sogar auch nicht schlecht sogar anzünden. Da hinten kommen sie schon wieder. Vielleicht hält das ja die auch so ein bisschen auf, dass ich deren Kumpanen da zerbrutzel. Vielleicht ein sehr kleines Feuerchen. Versuchen wir doch mal durchzupennen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Ne, scheinen immer noch irgendwelche in der Nähe zu sein. Da. Dann machen wir mal Folgendes. Jetzt geht früher noch die Knarre aus. Da vorne. Brennt doch. Ich habe gleich sämtliche Muni verballert. Nee, ne? Okay, also entweder sind die jetzt tot. Ja. So, dann tue ich mir doch mal das nächste von den Teilen hier an. Ich hoffe halt einfach, dass es sich auf Abstand hält. Acht Köpfe. Also da müssen wir gleich noch ein bisschen mehr morden gehen. Acht Köpfe, was brauche ich sonst noch? Sticks, vier Stück und ein Stein. Ein Stein. Da waren doch schon mal zwei Köpfe. Drei Köpfe. Ein Stock. List. Und drei.
Hä, hatte ich eigentlich gerade Köpfe aufgehoben? Anscheinend nicht. Zeigen wir erstmal, dass sie sich mit dem Falschen anlegen. Oh, die Axt. Wieso lag die denn einfach hier rum? Habe ich nicht gerade noch einen? Ist ja noch ein Steak, wieso nimmt er den denn nicht? Nee, will ich nicht. Ich will den Kopf, ich will den Kopf, ich will den Kopf. Na. Oh, Leute. Es sind noch zwei Köpfe abliefern können. Ein. Das heißt, einer gammelt da immer noch rum. Hier nicht. Hier nicht. Ich sehe da wieder zwei Köpfe. Das scheint alles noch ein bisschen verbuggt zu sein. Was die Köpfe angeht. So, ist mir bestimmt hier oben irgendwo ein Stock rumfliegen. Aber wo? Da. So verstanden. Oh. Scheiße. So, dann legen wir uns pennen. Hat sogar funktioniert. Wenn wir schon hier wegkriegen. Ja, dann würde ich sagen, geht's dann weiter bei der nächsten Folge. Bis denn, haut rein!